Aber erstmal warten wir morgen auf den Richterspruch. Die schwangere Heidi Klum beim Babysachen kaufen, die schöne Claudia Schiffer entspannt auf ihrer Yacht vor Mallorca oder die spanische Prinzessin Letizia. Wer sie vor die Linse bekommt, der hat's geschafft. Silvia Novell hatte sie fast alle schon. Sie ist die Society-Fotografin auf Mallorca und bringt für uns die Prominenten in die Gazetten. Uns hat sie mitgenommen auf eine Spritztour und uns dabei verraten, wie sie die VIPs vor die Kamera bekommt. Eine hochwertige Kamera, ein gutes Objektiv, ein schneller Finger. Das ist ihre Ausrüstung. Silvia Novell ist die Society-Fotografin Mallorcas. Sie hält die Urlaubsmomente der Promis fest und bringt sie in die deutschen Hochglanzmagazine. Ob das Ehepaar Douglas, Rod Stewart, die spanische Prinzessin Letizia oder die schöne Claudia Schiffer. Silvia Novell trifft sie alle, oft sogar rein zufällig. Ich saß da drüben in der Pizzeria und hab mir gerade meine Lieblingspizza, Salami mit, wie heißt das Zeug hier, Peperoni bestellt. Und aber zum Essen kam ich gar nicht, weil als ich da saß und gerade meine Bestellung aufgegeben habe, sah ich, wie der Wagen von der Schiffer an mir vorbeifährt. Und ich so, ups, die Schiffer, Hilfe, ich komme gleich wieder, hab alles stehen und liegen lassen und bin halt der Schiffer hinterher geflitzt. Und die lief dann da vorne lang und ging auf so ein kleines Bötchen. Viele Promis werden von ihr erwischt. Aber die meisten stellen sich freiwillig ihrer Kamera und zeigen stolz ihr Leben auf Mallorca. Silvia Novell legt großen Wert darauf, keine Paparazza zu sein. Viele bezeichnen mich so und auch Freunde sagen, ah, Paparazzi ist wieder da oder so, aber ich bin keine. Wenn ich das Wort höre, dann gefriert echt das Blut in meinen Adern, überhaupt nicht. Normalerweise rufe ich auch vorher an und mich rufen auch Promis an und sagen, wir sind wieder da, du kannst Bilder machen, kommen. Aber bei einigen geht es halt nicht. So zum Beispiel bei Claudia Schiffer, da können sie sich die Finger wund wählen und die wird das nicht machen, ohne dass sie irgendwie wahrscheinlich eine sechsstellige Summe dafür auf den Tisch legen oder so. Auf Mallorca kennt Silvia Novell jeden Stein. Sie weiß, wer wann wo wohnt, wer nett ist und bei wem man als Fotograf vorsichtig sein sollte. Gerne nimmt sie uns mit auf eine Spritztour zu den Promi-Hotspots auf der Insel. Allein in Port Andratx wohnen im Sommer mehr Promis auf einem Fleck als in München und Hamburg zusammen. Und jetzt kommen wir hier in die Straße, wo sie alle wohnen. Während eines Urlaubs hatte sich die Fremdsprachensekretärin verliebt und ist da geblieben. Irgendwann entdeckte sie, dass man von Promi-Fotos also gut leben kann. Hier vorne, hinter dem Baum, das sieht man gerade nicht, wo das silberne Auto steht hier. Da wohnt der Hartmut Engler von Tour. Also nicht fest, aber sein Ferienhaus. Und wenn er da ist, dann sehe ich ihn öfter mal mit seiner Freundin durch den Hafen joggen, stundenlang. Irgendwie. Die sind ganz schön sportlich. Die laufen von hier runter bis ins Dorf und wieder zurück. In der Bucht, das oder sieht man jetzt nicht, schade eigentlich. Da sieht man auch öfter mal Willi Weber mit seiner Yacht irgendwie ankern. Der ist total klasse, den kann man auch anrufen. Der ist super nett. Das Weiße Haus hier, da wohnen zum Beispiel Heino und Hannelore und wie heißt der, Jürgen von der Lippe. Und wenn man da die Treppe so runter geht, da kann man den sogar auf dem Balkon gucken, aber das macht man ja nicht sowas. Da drüben in dem weißen Haus da oben auf dem Hügel auf der anderen Seite, da hat der Joschka Fischer Ostern Urlaub gemacht. Die wollten natürlich das irgendwie so geheim wie möglich halten, aber das ganze Dorf war voll Polizei irgendwie und es war nachher überhaupt nicht mehr geheim. Und der lief auch durchs Dorf und da hat ihn jeder gesehen. Also hier hat vorher der Bohlen gewohnt, Dieter Bohlen. Der hat ja dann total überstürzt die Insel verlassen. Ja, weil hier alles zu teuer ist, alles scheiße ist, alles stinkt oder keine Ahnung warum. In Wirklichkeit war es wahrscheinlich, weil er damit nicht klargekommen ist, dass man seiner Estefania eine Affäre mit dem Promi-Wirt nachgesagt hat. Inzwischen läuft ihre Fotoagentur Image Point wie geschmiert. Auf Mallorca hat sie keine nennenswerte Konkurrenz. Wenn jemand weiß, ob beispielsweise Claudia Schiffer auf der Insel ist, dann sie. Jetzt sehe ich, dass die Fensterläden hoch sind, was immer das zu bedeuten hat. Keine Ahnung, ist mir auch in Wirklichkeit egal, weil ich renne da nicht hinterher. Da rechts von dem Türmchen, zum Beispiel da, wo die Satellitenschüssel ist, da drunter ist doch ein Fenster offen, das ist ihr Badezimmerfenster. Und halt in diesem Türmchen vorne, dieses Riesenfenster, das ist ihr Schlafzimmer. Und normalerweise, wenn die Persianen offen sind, dann ist die Claudia auch da. Und
Und Silvia Novell ist es auch, die die schönsten Fotos bekommt, ob bestellt oder aus purem Zufall. Hier wird sie bereits erwartet. Sandra, besser bekannt als Sängerin Antonia, und ihr Mann Peter haben die Fotografin zu einem Termin auf ihre Finca eingeladen. Oh, es ist schick hier, super. Und euch? Ist alles wieder okay hier? Zeig mal. Oh, ist ja gar nicht mehr so blau. Vor 6 Wochen war Antonia während eines Auftritts auf der Bühne ausgerutscht. Diagnose der Ärzte: Steißbeinbruch, absolutes Auftrittsverbot. Seitdem verfolgt Silvia Novell für die Leser von Deutschlands größter Boulevardzeitung minutiös den Heilungsprozess der Sängerin. Ein gutes Geschäft, das beide Seiten genießen. Halt, das war nicht scharf. Für uns das Beste, dass man hier wirklich auf Mallorca eine Fotografin hat, die man kennt, wo man Vertrauen hat, wo man wirklich weiß, dass keine Bilder rausgehen, wo man nicht möchte, jetzt, dass die an die Öffentlichkeit kommen. Also wenn wir so Fotos machen und so, dann guckt sie immer, ob meine Haare stimmen, ob das passt und so, und sagt, ja, die müssen wir noch so hinrücken und so, dass ich ja irgendwie in einem schönen Licht bin. Und das finde ich ganz toll, dass sie sich da auch die Mühe macht und so, auf meine Optik zu gucken, nicht nur auf das, um das es jetzt geht, sondern auch um das Allgemeine, um das Drumherum. Das machst du bei mir nicht. Ja, du siehst ja auch immer gut aus, du bist ja auch ein Mann. Mann, ja, Mann ist Mann. Ja auch anders. Und weiter geht's zum nächsten Termin. Denn irgendwo auf dieser wunderschönen Insel sind sie, die Promis, und warten darauf, von Silvia Novell in Szene gesetzt zu werden. Ob bestellt oder aus purem Zufall.